Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Michelle Schmidt lebt fast seit ihrer Geburt mit Diabetes, hat in ihrer eigenen Therapie viel ausprobiert und nutzt von CGM und Insulinpumpe bis Apps viele digitale Formen der Unterstützung. Daneben coacht sie auch Menschen mit Typ-1-Diabetes im Umgang mit der chronischen Erkrankung. Sowohl für ihre eigene Diabetes-Therapie als auch in ihrer Arbeit wünscht sie sich noch viel mehr Digitalisierung, um das Leben mit Diabetes zu vereinfachen. Mit Stefan Spieren, Facharzt für Allgemeinmedizin, spricht sie über moderne digitale Möglichkeiten der Versorgung. Sie diskutieren, wie Menschen mit Diabetes, aber auch Diabetes-Teams durch E-Rezepte, Videosprechstunden und elektronische Patientenakte viel Zeit sparen können und wie die Digitalisierung der Medizin durch Einsparung von unnötigen Wegen auch eine positive Bilanz für die Umwelt haben kann. Für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Aminomed, Boehringer Ingelheim, Doc Morris, IKK Classic und Lilly Deutschland. Ja, hallo Michelle. Hi Stefan, cool, dass wir uns hier heute treffen. Ja, freut mich total, auch gerade in dieser Atmosphäre. Ich laufe hier gerade schön bei uns durchs Sauerland und es ist heute endlich mal wieder schönes Wetter. Wo treffe ich dich an? Ich habe es auch gedacht, ne, wir haben richtig Glück, weil ich dachte nur so Spaziergang. Momentan regnet es ja gefühlt die ganze Zeit. Mal gucken, wie das wird. Tatsächlich in Frankreich. Also ich komme aus dem Elsass und jetzt sind wir gerade im französischen Dorf unterwegs. Oh, ein Traum. Da unten in Vogesen oder wo bist du gerade? Basel. Ein bisschen weiter unten sogar noch. So bei Basel, ja, in der Nähe, genau. Aber trotzdem, beim Rhein gerade entlang ist auch entspannt. Gibt es gutes Essen? Ich habe lange in Basel gearbeitet. Ist ein Traum da unten, ne? Ja, schon. Stimmt. Also wenn man, genau, wenn du genauso verfressen bist, perfekt. Kann ich nur empfehlen. Ist super. Ja, schön. Aber da sind wir eigentlich ja schon fast beim Thema, denn wir sprechen ja eigentlich heute über Diabetes und das, was man so digital mit Diabetes anstellen kann, wenn man so sagen darf. Und ja gut, wie machst du denn das dann mit dem guten Essen da unten und deinem Zucker? Die von den Einstellungen her, meinst du, wie ich das Management mache? Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, all you can spritzen, würde ich sagen. Das ist so der... Nein. Ja, also ein Thema, was bei mir zumindest halt sehr präsent ist oder was ich auch immer wieder versuche, den Leuten so mitzugeben, Thema FPE. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, ob du das so ansprichst bei deinen Patienten oder sagst... Also ich bin ja ganz flexibel. Also im Prinzip, der Patient hat ja mehr mit seiner Erkrankung zu tun als ich, denn du hast es ja 24 Stunden am Tag und deswegen bin ich da ganz flexibel. Und wer damit umgehen kann, kann das gerne machen. Von daher erzähl doch mal ein bisschen dazu. Ja, also gerade so, ich würde jetzt mal sagen, so die typischen Endgegner, ne, Pizza oder halt Restaurant generell, all you can eat, die ganzen Sachen, die man liebt. Da versuche ich halt immer ein bisschen drauf zu achten, dass ich den Bolus halt splitte, damit man nicht dieses Typische hat mit erstmal Hypo und dann Eskalation später. Das ist das, was ich so höre. Genau, also so ein Ding zum Beispiel, dass man halt ein bisschen darauf achtet, wann kommt was an oder halt auch von den Mengen natürlich jetzt nicht nur Fett und Eiweiß, aber halt einfach, wenn man viel isst, das weißt du ja wahrscheinlich selber. Aber das weißt du, wusstest du doch nicht immer, oder? Das weißt du doch nicht immer. Also ich sag mal, wir haben ja auch vielleicht Menschen, die da... Also die sitzen ja ganz häufig bei mir, die eben das nicht so hinbekommen. Aber hast du da irgendwelche Hilfsmittel, die du jetzt benutzt, wie du das machst? Oder ich meine, klar, mittlerweile bist du Profi, du weißt, wie das geht. Hast du es im Gefühl so nach dem Motto, ich gehe rein, ich gehe hin? Aber mich interessiert immer für die Patienten, die das nicht verstehen und sich vielleicht schwer tun. Hast du irgendwelche Tipps, Tricks dafür? Also tatsächlich, ja, also so aus Patientensicht würde ich sagen, viel ausprobieren natürlich auch. Bei mir zumindest war das früher so, weil da gab es auch noch keinen coolen Apps oder irgendwas. Heutzutage, ich kenne die Wetit-App. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ja, ja. Die finde ich eigentlich ganz süß, weil da sind immer so von den Nutzern selber ja auch schon so Erfahrungsberichte mit drin. Genau, und dann kann man so ganz grob sich, ne, also wenn man gar keine Ahnung hat, sagt so, okay, wir sind jetzt eher so, sind wir jetzt bei 40 Gramm Kohlenhydrat oder eher bei 80 unterwegs. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Sonst schreibe ich tatsächlich viel auf. Also ich habe auf dem Handy so eine kleine Notiz-App, wo dann so steht halt, Mexikaner, Döner, Pizza, dass ich dann irgendwann so für mich einreihen kann. Sind wir jetzt bei Eskalationslevel 10 oder vielleicht erst bei einer 5? Sind wir noch weiter vorne. Ja. Aber ich finde das ganz spannend, weil ich sage ja den Patientinnen und Patienten auch immer gerne, das musst du ausprobieren. Und dann, manche gucken mich immer dann so an, ja, du bist doch jetzt der Arzt, du musst mir doch genau sagen können. Ich sage, ja, wäre schön, wenn ich wüsste, was der Mexikaner A oder der Mexikaner B jetzt irgendwie so vielleicht überhaupt so benutzt an Zutaten. Aber das ist ein wertvoller Tipp, dass man einfach weiß, ey, du musst ausprobieren. Und jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema, ne, Digitalisierung. Heute gibt es Apps. Du
Du hast ja schon eine genannt, finde ich super. Und welche, sag ich mal, welche Tools, welche vielleicht Medizingeräte oder aber auch welche digitalen Sachen nutzt du dann noch so? Also ich tatsächlich gar nicht so viel. Also ich kenne halt eben die WTIT-App. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du doch ein bisschen berichten, was du empfehlenswert findest. Ich meine, klar, wir haben ja den Loop, ne? Damit hat man ja auch schon gewisse Apps, die man testen kann und die mit oder off-Label sind, je nachdem. Das gibt es ja auch noch. Das Aber muss sonst funktionieren, halt, dann ist doch erstmal schon mal gut. ja, das genau, das ist halt immer das Wichtigste, dass man auch versteht, womit man da gerade umgeht. Also das würde ich sagen, ist so ein Hauptthema. Vielleicht, also was ich gerne machen würde, ich würde gerne vorne so ein bisschen anfangen, weil irgendwo musst du ja auch dein Insulin herbekommen und irgendwo musst du ja auch das, was du so für deine, jetzt immer für deine Gesundheit, für dein, wie du eben sagst, Spritzen, Spritzen, Spritzen herbekommen. Und das hat sich ja zum Glück geändert. Wie bestellst du die Sachen oder wo bestellst du die Sachen? Also bei mir ist es tatsächlich noch nicht so digital. Also ich mache es wirklich, ja, leider. Also ich habe es auch gehofft, weil als wir das Vorgespräch hatten, war ich auch so, ja, ich bin da eigentlich jetzt nicht, also zumindest mein Arzt und alles, das ist alles leider noch nicht so digital. Also ich bin gespannt, was du berichtest. Ich habe schon überlegt zu wechseln, nur deswegen. Nein, Spaß, Spaß. Ich liebe meinen Arzt, aber ja, also bei uns ist es noch ein bisschen umständlich. Also er ist zwar schon mega lieb und alles, das heißt, ich kann auch telefonisch einfach sagen, ich brauche das und die schicken mir das Rezept halt dann per Post Aber vorbei. Aber da du musst anrufen für ein Rezept oder bestellst es online? Also auch beim ja, Arzt jetzt. anrufen, also alles noch sehr Echt? analog, ja. Und auch halt immer natürlich hinfahren für die Karte, was natürlich mich immer sehr nervt, weil das ist von Ja, mir so klar. 2 Stunden entfernt. Ja, Und dann ja. fahre ich eigentlich wirklich nur hin, um diese Karte zu zeigen, Blut abnehmen zu lassen und wieder zurückzugehen. Also das ist so, ja. Okay, das ist doof. Ja. Erzähl mal, wie sollte die Welt laufen? Erzähl mal. Also ein paar Sachen sind natürlich gesetzlich vorgegeben, ist klar. Diese Sache mit dem Kater einlesen, das wird sich hoffentlich bald etwas verbessern, weil man kann da ja auch Mittel und Wege finden. Aber sag mal, die Bestellung fände ich halt total, und so machen wir es halt bei uns in der Praxis auch, das läuft bei uns digital ab, das machen die Patientinnen und Patienten über eine Website. Da können sie Tag und Nacht logischerweise bestellen, können auch dadurch, wenn du mal bestellt hast, auch Ah, Wiederholungsbestellungen machen, mega. um immer wieder alles einzugeben. Macht ja Sinn, weil ich meine, ihr braucht ja nicht nur 2, 3 Tablettchen, ihr braucht vielleicht noch einen Sensor, ihr braucht noch irgendwelche anderen Sachen. Das immer wieder aufzusprechen, ist auch ehrlich gesagt für uns in der Praxis gar nicht so schön, wenn alles aufgesprochen wird auf einen Anrufbeantworter oder vielleicht telefonisch Ja. angenommen werden muss, weil meine Mitarbeiterinnen freuen sich auch über andere Sachen, die sie tun können, anstatt irgendwelche Anrufe entgegenzunehmen. Ja, ich habe es auch gedacht, weil das ist eigentlich so ein bisschen, also No-Brainer, würde ich jetzt sagen. Das ist ja eigentlich Ja. sehr, aber ich dachte mir immer, vielleicht ist das halt irgendwie, weiß ich nicht, durch das deutsche System halt nicht so einfach einzurichten, dass man mit Doch. Medizinsachen das macht, aber funktioniert bei euch. Das funktioniert, das darf man auch. Da gibt es auch sag ich mal, keine Verbote, dass man das digital annehmen kann. Man muss halt für die Sachen offen sein. Und man muss, glaube ich, einfach mit den MFAs, also mit den nichtärztlichen Mitarbeitern im Team entsprechend kommunizieren, dass es ja auch viel einfacher ist. Und du hast ja gerade nett gesagt, No-Brainer. Also solche Sachen Ja. hasse ich wie die Pest, ja, ist richtig. Dafür musst du nicht Fachkraft sein, um eine Rezeptbestellung von einem Anrufbeantworter abzuhören. Ja, das machen andere Genau. Themen. Ja, cool. Jetzt ist natürlich so, also bei uns ist das seit 10 Jahren Standard. Oha, dann Und gebe ich dir nachher mal den Kontakt von meinem Arzt. Nein, weil ich denke mir, das ist ja auch immer für, also da ist ja die Fehlerquelle auch sehr hoch, wenn man das Ganze analog macht, weil dann verspricht sich Ja, der klar. Patient mal, sagt nicht genau, wie es heißt. Oder Ja, aber du die vergisst Sachen. Also ja. wir bieten das für ganz alte Patienten noch an. Da haben wir noch so vielleicht so eine, vielleicht eine, ja, vielleicht 2 Hände voll Patientinnen. Und die sagen natürlich, ja, ich hätte gern mal, ja, Sie wissen doch, Herr Doktor, die Spritzen vom letzten Die Mal, ne? einen, Und ja, genau. die grünen, ne? Oder die Welch, gelben, genau, welche Pille, die blaue oder die rote? ja. Genau. Es ist wirklich so. Also ich habe wenigstens halt auf dem Handy auch wieder so eine App, also halt irgendwie so Erinnerungen oder halt so eine Liste Ja, angelegt. ja. Und ich drücke das immer der MFA dann in die Hand, dass sie es einfach ablesen kann und für sich sogar abhaken kann, weil ich mir denke, ist jetzt einfacher, als wenn ich jetzt 12 Medikamente runtersinge und sie dann die Hälfte eh schon vergessen hat. Also. Ja, aber guck mal, ich meine, das wäre jetzt auch total cool, wenn du jetzt eine App hättest, in der du gleichzeitig quasi deine Bestellung auslösen könntest, am besten noch deine Blutzuckerwerte übertragen könntest Ja. und dann noch die Bestellung direkt zur Apotheke schickst. Also das wäre so auch mein Traum, dann hätten wir diesen Kreis so ein bisschen Ich wollte gerade geschlossen. sagen, ich glaube, wir müssen mal reden. Also ich bin dran im Hintergrund, aber es dauert ein bisschen. Siehste. Also vielleicht müssen wir echt mal quatschen. Ja, Ja, es wir wäre halt so arbeiten dran, einfach. klar. Cool. Ja. Aber dann ist ja noch der nächste Weg. Jetzt hast du die Bestellung aufgegeben, machen wir ja auch. Und dann sagtest du musst halt mit der Karte hin. Klar, das ist gesetzlich vorgegeben. Man muss aber nicht zwangsläufig jedes Quartal mit der Karte in die Praxis, die man kennt.
Man kann ja auch eine Videosprechstundenbestellung machen, geht ja beispielsweise auch. Ja, also man kann den Patienten auch per Videosprechstunde behandeln, ohne dass er zwangsläufig die Karte einliest. Und da sind wir eigentlich beim Thema. Machst du Videosprechstunden mit deinem Arzt dann? Ich habe es also nicht mit dem Arzt, ich habe es mal wegen einem anderen Thema mit einem anderen Arzt halt dann gemacht, weil ich dachte, ja, ich brauche jetzt. Also ich finde, es kommt immer drauf an, je nachdem für was, ne? Wenn man, wie du sagst, also beim Diabetologen finde ich es eigentlich sehr praktisch, weil man bespricht ja vielleicht über einen Laptop sogar, kann den Bildschirm teilen, bespricht dann die Ja, Daten logisch, gemeinsam. klar. Wenn ich mir jetzt meinen Fuß anschauen lassen möchte, dann gehe ich wahrscheinlich schon eher vor Ort hin, weil dann, ne, also das geht jetzt nicht so einfach. Aber Aber ja, es geht klar. auch. Ja, es geht auch. Ja, alles ist möglich. Nein, ich meine jetzt so orthopädenmäßig, wenn ich jetzt sage, Ja, ich habe es hingelegt, dann wäre es schon gut, wenn einer mal drauf drückt und mir nun sagt, hier klar. und hier. Aber mega, das heißt, ihr macht es also auch schon wieder seit 10 Jahren, oder? Wie funktioniert es bei Also euch? gut, die Videosprechstunde gibt es ja noch nicht so ganz so lange, die gibt es ja erst so seit 2017, 2018. Das war anfangs eine Lernphase, genauso wie, sag mal, wie du eben gesagt hast, ich musste erstmal lernen, welche Nahrungsmittel nehme ich zu mir und was passiert mit meinen Insulineinheiten. Das mussten wir auch lernen, aber mittlerweile gehört das bei uns zum Standardprogramm. Also, na klar, im Rahmen des DMPs sind eigentlich Videobesprechungen nicht mehr vorgesehen, die waren ja während der Corona-Pandemie möglich. Aber selbst wenn wir die Untersuchung zum DMP in der Praxis machen, gibt es ja immer noch manchmal Fragen zu irgendwelchen Einstellungen oder ich habe mal eine Frage zum Medikament, das eine vertrage ich nicht oder soll ich mal mehr spritzen? Das geht alles per Video. Ist mir doch gerade recht, kann ich ja genauso wie, hör mal, jetzt spaziere ich mit dir hier bei uns durch Eben. schön, schönes grüne Tal. Ich stelle mir natürlich vor, dass ich eine Videosprechstunde irgendwann auch mal so machen darf. Das wird der Gesetzgeber hoffentlich bald ändern. Ja, das wird kommen. Das ist im Gespräch, das ist ja das Schöne. Wirklich? Ja, und dann sind wir viel flexibler. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt hast du ja eben gesagt, ich muss zum Arzt fahren, Karte einlesen, Rezepte holen. In der Videosprechstunde kann ich dir auch E-Rezepte schicken, dann logischerweise. Ne? Ja, stimmt. Also das ist ja möglich. Geht zwar jetzt bei den Diabetespatienten nicht für alle Dinge, da gibt es ja noch so ein paar Einschränkungen. Ja, Teststreifen, sage ich mal, kann ich ja noch nicht auf ein E-Rezept schreiben. Aber das kommt ja alles, sodass du eigentlich alles völlig papierlos machen könntest. Das wäre halt, also ich bin eh so ein Gegner von Papier, dass ich mir immer denke, wenn alle, also online wäre halt super, weil ich verliere sowieso alles, von dem her. Das Ja, reicht genau schon. richtig. Also es reicht schon bei der Apotheke, ja. Aber dann ist ja für dich quasi die elektronische Patientenakte ein Traum, oder? Ja, total. Tatsächlich, ja. Nutzt du die schon? Hast du die aktiviert? Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das Einrichten von dem Ding, also auch wenn, also ich bin relativ fit da drin und es hat auch alles funktioniert, aber ich denke mir so, gerade wie du sagst, für ältere Patienten, stellst du mir es nicht super easy vor. Also ich glaube, das könnte auf jeden Fall noch besser gemacht werden, damit das jeder zugänglicher halt sich einrichten kann. Aber es ist schon praktisch. Also ja. Das weißt du vielleicht. Also ich meine, das Einrichten der jetzigen elektronischen Patientenakte ist wirklich ein Krampf. Das hat ja zum Glück jeder eingesehen. Und ab Anfang 2025 wird es ja so sein, dass wir alle automatisch die elektronische Patientenakte haben. Kennst du die weiteren Vorteile auch, die dann kommen? Weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee, klär mich gerne mal auf. Was dann kommen wird, weil das wird dann, also dann wird es richtig schön, also richtig, richtig, richtig schön, also für euch und für uns, also für Patienten und für Ärztinnen und Ärzte auch. Weil dann landen beispielsweise deine Medikamente, die du verordnet bekommst, automatisch da drin. Also du musst jetzt nicht irgendwie mehr einen Medikationsplan führen, den wird es zwar noch geben, aber alles, was du verordnet bekommst, egal vom Diabetologen, vom Orthopäden, vom Hausarzt, von irgendjemandem, landet immer in deiner elektronischen Patientenakte. Du hast immer einen automatischen Überblick und weißt auch immer, wann die Sachen leer sind. Ne? Das ist ganz cool eigentlich. Und Ach, ich sehr glaube, das cool. ist Das nochmal so ist ein wirklich Ding, wo gut. dann auch Berichte drinstehen. Also das wird richtig schön. Ich freue mich total drauf. Aber du nutzt es ja eh schon und dann kann es ja nur noch besser Und ist werden. es sicher Weil, oder ist das so ein vielleicht? ich verstehe die Frage nicht. Ich bin jetzt böse, warum soll es nicht sicher sein? Also wir Ja. sind in Deutschland. Ja, ist ja so. Und wir prüfen alles 100 Mal mit dem Datenschutz und das Ding ist sicher, das ist genauso sicher, wo deine Daten auch sonst liegen. Von daher mache ich mir wegen Sicherheit keine Gedanken. Du hast ja gesagt, du nutzt ja auch Apps auf deinem Handy. Wie sicher sind die denn? Ich habe es anders gemeint, sorry. Ich meinte mit sicher, also ist es sicher, dass das 25 rauskommt? Also ist es schon sehr wahrscheinlich oder ist es ein Ja, ach Versprechen? so. Was vielleicht, das meinte ich eher, Das sorry. ist, nein, 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 nein. Das ist, nein, das, ja, alles gut, da haben wir uns ja falsch verstanden. Nein, das ist ganz klar, ist gesetzlich vorgegeben. Ab Okay, 25, wow. die ist ja, die Spezifikation sind jetzt bald da. Und dann, also dann wird es für uns Ärztinnen und Ärzte echt noch besser und für euch Patientinnen und Patienten, gut, ich bin ja auch irgendwie Patient, wird es auch nochmal richtig eine deutliche Krass. Vereinfachung, wenn man das machen kann. Ne? Dann kann man gucken. Der Apotheker sieht es immer, der Apotheker kann auch drauf gucken, kann also auch schon vielleicht Tipps geben und sagen, ey, du hast doch das und das Gerät, vielleicht machst du es mal so oder du hast die und die Medikamente. Und jetzt waren wir ja eben schon mal bei dem Thema, eine App nutzen für bestellen und nicht bestellen. Und
Das ist wirklich echt dann so ein Ding, da wird das rund, ne? Dann ist alles in der EPA drin, man kann es an die App andocken. Also ich glaube, das sind Sachen, die für uns, für Patienten super werden. Ne? Also es klingt zu schön, um wahr zu sein, wenn das wirklich, also allein schon, auch wenn die Apotheker auch einen Blick drauf haben könnten, wäre natürlich krass, weil ich habe das oft, dass dann manche Medikamente, also ich habe noch so ein paar andere Features, jetzt nicht nur Diabetes, und dann, dass manche lieferbar sind. Und dann machst du natürlich 50 Wege. Dann ist es so, dann bist du erst beim Apotheker, der dir sagt, ja, also eigentlich keine Chance, du musst wechseln. Dann musst du nochmal zum Arzt dir ein neues Rezept holen lassen. Und wenn das natürlich alles in einem Flow wäre, das ist krass. Das ist ja grausam. Ja. Werbung. E-Rezept? Doc Morris. Lösen Sie jetzt Ihr Rezept einfach online mit Ihrer Gesundheitskarte bei Doc Morris ein. Ihre Medikamente werden Ihnen versandkostenfrei und wenn notwendig auch gekühlt, direkt an Ihre Wunschadresse geliefert. Sie benötigen noch weitere Produkte? Informieren Sie sich im Doc Morris Ratgeber zum Thema Diabetes. Hier finden Sie hilfreiche Informationen sowie Services. Bestellen Sie einfach alles für Ihre Gesundheitsversorgung mit. Jetzt die Doc Morris App herunterladen und rundum verlässlich versorgt sein. Werbung Ende. Ich bin ja hier auch auf dem Land. Ich frage meine Patientinnen und Patienten echt auch oft so, klappt das hier mit den Apotheken? Und ich bin echt überrascht, wie viele Patientinnen und Patienten auch der älteren Generation dann sagen, genau das gleiche wie du, oder muss ich die nächste Apotheke suchen, hier klappt es nicht. Und dann bestellen die irgendwann online. Machst du das auch? Ich hatte das bei so, ich habe so Verdauungstabletten und da war das schon, also Creon heißt das Original eigentlich. Ja, und dann, ja. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Abklatsche ich davon jetzt schon verschrieben bekommen habe, oder auch mit L-Tyroxin hatte ich das Problem auch. Dass sie dann gemeint haben, ja, eigentlich sollst du jetzt, oder dann habe ich irgendein anderes gekriegt. Ich war so, ja, aber man soll doch eigentlich nicht wechseln. Ich dachte, das wäre so heikel mit der Schilddrüse. Also es war so ein, so eine Phase lang war es ein bisschen anstrengend. Jetzt geht's. Also ich glaube, das wird echt, wenn wir das jetzt weiter in Richtung der Digitalisierung kriegen und wir haben dann wirklich Apps, die ja auch dann merken, ja, hallo Michelle, dein XY-Medikament ist demnächst leer. Sollen wir es schon mal nachbestellen? Vielleicht kann ja dann auch die App wissen, ja, vor allem, wenn die App dann weiß, wir haben vielleicht gerade sowas wie Lieferengpass, ist ja immer Thema, dann könnte die App ja auch schon vorher sagen, ey, wir wissen, wenn du jetzt eine Woche vorher bestellst, also früher als eigentlich, dann können wir dir sicher dein, wie du eben sagtest, gewünschtes Medikament auch liefern. Das wäre doch, also das stelle ich mir vor, wenn das endlich kommt, haben wir die ganzen Probleme nicht mehr, ne? Ja, allein schon, dass das Programm nicht daran erinnert, es ist bald leer. Also ich hoffe mal, ich bin nicht die Einzige, aber ich bin schon sehr verpeilt, muss ich sagen. Und beim Diabetes geht's, weil ich mir denke, okay, da hängt mein Leben von ab, muss ich schon ein bisschen drauf aufpassen. Aber ich habe schon ein paar gehabt, die mir dann, also ich habe selber auch Kunden mit Diabetes eben und ich mache da auch so Online-Coaching mit denen. Und die mir dann auch gesagt haben, so Michelle, ich habe gerade gemerkt, letzte Patrone Insulin. Und klar, wenn du da eigentlich halt eine App für hast oder ein Programm, was dich daran erinnert, das ist auch wieder ein No-Brainer eigentlich, aber ja, hilft halt schon sehr. Ja. Ihr wisst doch normal, wir kennen es doch von Online-Shops auch. Also da, ja, genau. Ich habe da auch so ein Abo für so einen Tee, den ich immer trinke. Dann sagt er mir auch, theoretisch müsstest du deinen Tee jetzt auch wieder bestellen, weil er bald leer ist. Ja, gucke ich in meinen Schrank und sehe, oh, der Tee ist leer, der hat recht. Also warum denn das bitte nicht für Medikamente machen? Ich meine, das wird kommen und ich bin ja froh, wenn ich dann immer jemanden am Telefon habe, der genauso begeistert ist wie ich davon. Ja. Vor allem, du hast ja gerade gesagt, das alles andere ist ja auch sinnlos, dafür Zeit zu verschwenden. Schon, ne? Ja, von daher passt das. Aber erzähl doch mal, du sagst, du hast auch Patienten, die du coachst. Was rätst du denen denn dann? Sagst du denen, mach's digital oder was sagst du denen? Also ich versuche mit denen tatsächlich so die Ärzte, die halt sich nicht so die Zeit nehmen können, manche Themen halt genauer zu behandeln, weil es halt auch einfach, finde ich, dann auch nicht deren Job ist. Also ich habe dann viele, die dann frustriert sind und ich sage so, na gut, der Arzt hat halt auch anderen Fokus und anderen Druck, auch vom System, muss man einfach sagen, oder finde ich zumindest, dass ich denen dann halt nochmal helfe in Bezug auf Ernährung oder Sport, wenn sie da nochmal genauere Fragen haben und halt das Management cool, irgendwie besser hinbekommen wollen. Und das mache ich halt rein digital mit denen, weil ich eben auch, wie du, der Meinung bin, dass man sehr viel auch digital hinkriegt und da jetzt nicht irgendwie die Beziehung drunter leidet. Also ganz im Gegenteil, ich bin mit denen so close, die haben alle mein WhatsApp und schreiben mir halt eigentlich, wahrscheinlich jetzt auch gerade in dem Moment, aber halt eigentlich täglich irgendwie so, Michelle, das und das steht jetzt am Wochenende an. Oder auch Families mit den Kiddies, ne, wenn sie dann irgendwie sagen, keine Ahnung, steht ein Geburtstag jetzt am Samstag an, Hilfe. Das ist dann so eine Nachricht und nicht so, wir kriegen das hin. Und dann halt in Ruhe mal besprechen, was man so machen kann. Und du bist ja quasi immer erreichbar dadurch, ne? Ja, genau. Also das ist, finde ich halt auch, eben genau wie du sagst, das ist eigentlich so ein großer Vorteil durch das Digitale. Du musst jetzt nicht warten, bis du nach 3 Monaten
ne, dich dann als Arzt siehst und dann versuchst, dich noch an irgendwelche Sachen zu erinnern, sondern du kannst halt eigentlich sehr zeitnah darüber sprechen. Also jetzt muss ich ja fast schon überlegen, im Prinzip müsste man ja in diese App, die, über die wir beide oder von der wir beide ja quasi träumen, dann nochmal so einen Knopf einstellen, keine Ahnung, erreich meinen Coach oder erreich meinen Arzt oder erreich die. Ja, nee, im Ernst, ist doch super. Ja, wirklich. Ich meine, klar, das muss jetzt nicht quasi direkt live sein, aber zumindest so nach dem Motto, schreib kurze Nachricht an Coach, ne? Kindergeburtstag, keine Ahnung, ganz viel Zucker, was machen wir jetzt? Das ist natürlich ein Riesending. Ja, und genauso, ich mache das mit meinen Patienten auch so. Ich bin jetzt nicht per WhatsApp erreichbar, aber per Videostimme ja auch. Mich fast immer. Und ja, genau, ist klar. Und wir haben auch andere Kommunikationskanäle. Also ich mag es total gerne per E-Mail. Es ist asynchron. Man kann mich erreichen. Alle Patienten kriegen innerhalb von, sagen wir mal, spätestens einem Tag eine Nachricht. Krass. Ich glaube, das muss ja auch so sein. Und dann passt der Rest auch noch. Ich habe noch eine andere Frage. Du hast eben gesagt, mit den Rezepten beziehungsweise mit den Sachen, die du bekommst, du fährst also echt dann in die Praxis. Ja. Und dann kriegst du noch Ausdrucke von Rezepten oder kriegst du es wenigstens dann über die Karte? Nee, also bei uns ist es schön analog alle. Oh nee. Du triffst jeden wunden Punkt. Oh Mann. Ey, das ist doch so, gerade jetzt dieses, kennst du das Neuverfahren mit dem, dieses Cardlink, hast du schon mal gehört? Also wo du quasi die App runterlädst von einer Apotheke und wo du nur die Karte, wo das Rezept ja quasi drauf ist, also es ist ja nicht drauf, aber damit kann es abrufen werden, nur hinten dran hältst und dann entsprechend direkt das Rezept in der Apotheke bestellen kannst? Eigentlich nicht. Also das heißt, ich gehe dann, du musst mich jetzt, ich frage jetzt richtig doof, ne? Weil eben, ja, ja. Ich träume von sowas immer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wir da halt noch so 10 Jahre das brauchen. Funktioniert auch. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass es geht. Das heißt, du hast eine Karte, gehst damit auch zum Arzt, dann wird es draufgeladen. Du hast ja deine normale Versicherungskarte von irgendeiner Versicherung, XY. So. Und die Karte dient wie eine Bankkarte. Also, ne, du kannst ja auf deiner Bankkarte ist ja auch kein Geld, aber du kannst ja mit deiner Bankkarte sagen, das ist mein Konto, gib mir bitte Geld. Und das machst du mit deiner normalen Versicherungskarte auch so, weil ich als Arzt habe ja das Rezept ausgestellt. Und seit 1.1. dieses Jahres ist ja Pflicht, ich muss ja E-Rezepte ausstellen. Wie gesagt, geht jetzt nicht für Blutzuckerteststreifen, aber geht halt für das Insulin beispielsweise. Und dann ich stelle das Rezept jetzt aus, nehmen wir mal an, ich würde jetzt sagen, Michelle, komm, ich mache dir ein neues Rezept für dein Insulin XY. Dann klicke ich jetzt hier bei mir auf den Computer und eine Sekunde später kannst du mit deiner Karte das an dein Handy hinten dran halten und hast dieses Rezept in der App von der Apotheke und bestellst es direkt in der Apotheke. Ich sterb, wenn das wirklich geht. Oh mein Gott. Warum weißt du, guckst du, musst mal, vielleicht musst du mal ein bisschen Vorabendprogramm Werbung gucken. Ich glaube auch. Um mal jetzt kein, also es gibt ja Versandapotheken, die machen das, die haben die erste beiden Zulassungen, haben die ja, die beiden großen Versandapotheken und die eine war früher als die andere und das läuft so genial. Das wird vermutlich auch für die anderen Apotheken demnächst kommen. Die sind ein bisschen langsamer, da waren die Versandapotheken deutlich schneller. Und das, also ich höre hier, also ich selber habe es auch schon ausprobiert, aber das Lustige ist, ich habe hier Patienten vor mir sitzen, wo ich dann denke, okay, wie digital bist du? Dann sagt er mir, ja, ich mache das jetzt auch so. Du musst nur die Karte hinten dran halten, siehst das Rezept und alles ist super. Du kannst ja auch dann sehen, was du an Medikamenten auf der Karte hast. Das ist also echt sensationell. Wusstest du echt nicht? Das ist, nee, also tatsächlich zu meiner Verteidigung. Ich war ein Jahr auf Weltreise und ich habe halt jetzt auch noch ein bisschen Vorrat, den ich aufbaue. Also ich war schon länger in keiner Apotheke mehr. Aber krass. Okay, also das ist Entschuldigung. Krass. Also vielleicht ist jetzt im letzten Jahr richtig was abgegangen, aber ich habe es echt nicht mitbekommen tatsächlich. Also im letzten Jahr ist wirklich richtig was abgegangen, wenn ich die Worte aufnehmen darf, weil zum einen weil zum einen die Pflicht für E-Rezept, das heißt, die Ärzte müssen E-Rezepte aufstellen. Ich mache das seit 2 Jahren und das entlastet uns in der Praxis ja auch, weil ich muss ja nichts mehr ausdrucken. Du kriegst es direkt bei dir zu Hause und halt jetzt seit April ist es so, dass du halt auch mit einer entsprechenden App von der Versandapotheke, wenn du die hast, hinten die Karte dran halten kannst und bestellst online. Ne? Es ist echt schon ziemlich super cool. Also es ist schon krass. Probier's mal aus, kann ich nur sagen. Ja, wirklich. Also fand ich auch mega cool, dass du da so ein Vorreiter bist. Ich glaube, gehst du auch zu verschiedenen Praxen, um das denen zu zeigen so ein bisschen? Weil ich habe das Gefühl, viele wehren sich ja auch noch ein bisschen gegen die Digitalisierung. Es ist so. Also ich habe gestern noch einen Vortrag zu dem Thema gehalten vor vielen meiner Kolleginnen und Kollegen. Das mache ich häufig, weil klar wird sich dagegen, ich will nicht, mittlerweile ist das Wehren nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Ich mache das seit 10 Jahren mittlerweile. Aber es ist so, ich glaube, ihr als Patienten, wenn ich das mal sagen dürft, ihr müsst es von euren Ärzten einfach fordern. Ihr müsst sagen, ihr dürft das, das ist möglich, es gibt technische Lösungen dafür, die gibt es seit Jahren. Ja, und ich hätte das jetzt gerne digital. Und
Bei mir ist es halt so, die Patienten wissen das. Alles, was digital geht, machen wir. Also, ne, das muss ja auch so sein. Das entlastet ja nicht nur die Patienten. Die müssen ja nicht unnötig zu mir kommen. Aber Ja, es genau. entlastet ja auch mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also, es ist eigentlich Win-Win für alle. Ist was Neues. Was wir deshalb machen in der Praxis, ist sogenanntes Digitaltraining. Also, Patienten, die vielleicht Berührungsängste haben, denen erklären wir das. Meine Mitarbeiterinnen erklären denen das dann logischerweise und ich erkläre es halt den ärztlichen Kollegen. Also von daher, geh zu deinem Arzt und sag, ich hätte gerne jetzt mal ein E-Rezept. Mach Ich wollte gerade sagen, ich, also mal. siehst du, wenn ich gehe, mache ich wirklich Druck, weil der ist eigentlich auch relativ fit. Also mich wundert es eher ein bisschen, dass die das dann nicht machen. Aber umso besser. Aber eben, also gehst du auch aktiv zu anderen Praxen dann? Also dass du denen auch oder Wenn die anderen das Ärzten? möchten, ja, klar. Ja, klar, logisch. Mega. So als man muss es ja einfach näher bringen, weil klar, viele Ärzte haben da noch Probleme mit, vielleicht einfach, weil sie, na, ich will es mal so sagen, das hat ja auch jahrzehntelang anders funktioniert. Ja, natürlich. Ja, ist ja immer das Totschlagargument. Wir haben es schon immer so gemacht und wir machen es so weiter. Aber ich finde es auch schon cool bei anderen Firmen jetzt, ne, wo man jetzt so Sensoren oder so nachbestellt, dass das jetzt ja auch langsam digitalisiert wird, zum Glück. Es braucht zwar, glaube ich, noch ein bisschen, so bei manchen, aber ist, finde ich, auch schon voll der Fortschritt, weil da hängst du ja auch noch ewig lang in Warteschleifen. Oder bei meinem Arzt ist auch oft irgendwie einfach niemand besetzt und dann musst du so 5-mal an den Tag anrufen. Also auch Katastrophe. Also wenn du bei uns anrufst, dann darfst du mit einem Voice-Bot sprechen. Also das Ah, ist halt logischerweise jemand, der kein Mensch ist, aber der nimmt auch natürlich. deine Wünsche entgegen. Und das ist halt das Schöne. Also ich denke jetzt immer wieder, ne, gerade so die chronisch kranken Patienten, die Diabetikerinnen, ja, oder auch Ja. an Patienten mit anderen Erkrankungen, ihr habt doch genug, Entschuldigung, ich mal sagen, du hast genug mit deiner Erkrankung zu tun, da willst du doch nicht bei mir noch warten. Ne? Und gerade bei dir, ja, du machst kontinuierliche Glukosemessung, die Daten kann ich abrufen, die kann ich mir zusammen mit dir angucken. Da musst du doch nicht extra zu mir kommen. Aber von daher, ich sag mal, das ist auch ein guter Weg. Und von daher, wir beiden müssen einfach Werbung für machen, damit Ich alle wollte gerade sagen, wir müssen nachher mal ein bisschen Kontakt wissen. austauschen. Aber wir haben jetzt was vor. Jetzt hast du mich an der Backe. Jetzt Ja, hast du mich. kein Problem. Ah, Ich wie stelle dir geil, meine ey. Beine mit meinen ganzen Bots mal vor und Ja. mein neuer Traum ist ganz, also mein Traum oder das, wo wir gerade dran arbeiten, ist halt ein Avatar. Der dir dann irgendwann auch deine Fragen beantwortet, auch deine Blutwerte mitteilen kann. Ne? Also, dass du im Prinzip, also ich will gar nicht davon weg, dass du mich selber siehst, aber für so Standardsachen, so nach dem Ja. Motto, komm, lass mal eben Laborwerte besprechen oder kurze Frage zu dem und dem Thema, nicht. Aber dann habe ich halt auch viel mehr Zeit, wenn du dann mal sagst, so, jetzt muss ich mal kommen und jetzt muss ich mal mit dir mal eine halbe Stunde quatschen, ich habe jetzt alles ausprobiert und Ja, ja. Ne? ohne Witz, ich feiere das total. Also ich sage das auch immer so meinen Kunden so, wir brauchen eigentlich so eine Mini-Michelle to go, weißt du, dass du halt, wie du sagst, für so Basissachen halt trotzdem, dann musst du natürlich wieder trainieren, den Bot und alles, aber irgendwann ist er ja auch auf einem Level, dass er so viele Fragen beantworten kann. Also wäre halt, aber geht es so leicht mit dem Medizinischen? Ich habe da immer ein bisschen Sorge, weil es ja ein medizinischer Bereich ist, dass es dann wieder rechtlich eigentlich nicht so einfach ist. Also ich gehöre zu der Fraktion, geht nicht, gibt's nicht und mach Ja, nicht, statt ja. meckern. Ja? Also ich stelle mich also nicht vorne hin und sage, oh, funktioniert wieder nicht und so weiter. Wie gesagt, als die Pandemie war, unsere Diabetiker, die habe ich ja trotzdem noch gehabt. Ich konnte jetzt schlecht sagen, ich will sie nicht mehr sehen oder kommen Sie bitte alle in meine Praxis und wir haben dann demnächst alle gemeinsam Corona in der Praxis und machen die dann zu, weil wir sie zumachen müssen. Also haben wir Ja. gesagt, Schalter umgelegt, alles digital. Der Gesetzgeber hat ja auch dann direkt mitgemacht. Er hat jetzt zwar ein bisschen zurückgekurbelt, ist auch klar. Das ist auch vollkommen richtig. Aber das geht. Also wenn man das will, geht das. Und ich hab Patientinnen so wie dich, die wohnen nicht hier bei mir in der Ecke. Die haben ja hier gewohnt, sind jetzt weg, sind jetzt irgendwo in Hamburg und die betreue ich weiterhin. Das geht. Man kann das machen. Ja, jetzt muss ich ja. Klar, vergütungstechnisch, man kann jetzt immer jammern und du kriegst kein Geld dafür, aber das sind gewisse Dinge, die werden halt, wenn man die telemedizinisch macht, noch nicht vergütet in der Medizin. Okay. Aber auch da findet man ja Wege, weil es geht ja letztlich darum, ja, wenn ich einen Patienten seit 20 Jahren kenne oder der war vorher bei meinem Vater hier in der Praxis, die ich übernommen habe, warum soll der Patient denn den Arzt wechseln, nur weil er jetzt mal, keine Ahnung, 3 Jahre in Hamburg studiert? Genau, das war bei Macht ja mir auch immer keinen der Sinn. Struggle, wo ich dachte, Ja. nee, gar keinen Bock drauf. Das ist, weil eben, wie du sagst, du kennst ja dann den Menschen und das ist ja auch viel, viel wert, also für beide Seiten. Und deswegen, ja, wie kommt es noch? Letzte Frage dazu ganz kurz. Ja, klar, Dass immer. man Teststreifen noch nicht machen darf? Also was ist da für eine Regelung? Danke für die Frage. Ja, Teststreifen sind ja keine Medikamente. Und der Gesetzgeber hat gesagt, erstmal fangen wir mit Medikamenten an auf dem E-Rezept, probieren das aus.
Das wird jetzt kommen. Also beispielsweise auch, auch so Sachen wie BTMs, also sag mal so Betäubungsmittel darf man auch nicht auf dem E-Rezept machen. Das kommt jetzt nach und nach. Man wollte halt mit der Masse anfangen. Das waren die normalen Ja, okay. Medikamente. Das ist natürlich noch ein bisschen blöd, ne? So nach dem Motto, ich kann jetzt ein Insulin per E-Rezept, das andere muss ich auf dem normalen Rezept machen. Aber auch da haben wir jetzt aktuell so Übergangslösungen, die wir dann nutzen, dass wir das Rezept dir, ich sag mal, vorsichtig vorher zukommen lassen. Du hast einen Apotheker, der da mitmacht, dann schicken wir es auf den Postweg hinterher. Also niemand muss nur wegen einem, Entschuldigung, blöden Rezept in eine Praxis fahren. Das finde ich echt, also da Ja, müssen wir ne? echt wegkommen. Da müssen wir weg von kommen. Das ist, ja, mal ganz anders gedacht, Nachhaltigkeit. Ja? Also wäre doch sinnhaft, wenn wir da aufpassen, wenn ich es mal so sagen darf, dass du halt auch nicht mit dem Auto oder weiß der Geier, womit durch die Gegend fahren musst. Ist doch gut für die Umwelt. Also. Also ich sehe das ganz wie du. Für mich sind das nur Vorteile. Also für mich ist das ja und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinen Patienten ist, aber bei meinen Kunden, die sind dann halt auch, wenn sie mal irgendwie erkältet sind oder so, machen wir ja trotzdem den Call. Dann chillen sie halt in Schlafanzug auf der Couch und es wird halt trotzdem kurz über das Wichtigste gesprochen. Ich kenne von jedem Patienten das Schlafzimmer und ich kenne auch ganz viele Toiletten von Firmen, wo Videoschnitt drin sind. Ja, und ich finde das hat auch seinen Charme. Also zu mir passt das halt. Ich meine, ist super, ich finde es klasse. Also erstens, was ich jetzt ganz sympathisch fand, ich muss einfach nochmal sagen, wir haben jetzt sehr viel über Diabetes gesprochen, aber du hast nie gejammert, das finde ich super, und du hast gesagt, ich komme damit klar, ich probiere einfach aus und ich nutze halt technische Unterstützung. Und ich glaube, das müssen wir einfach transportieren. Ne? Nutzt die Tools, die ihr haben könnt, nutzt einen Coach, den ihr auch immer kriegen könnt, nutzt Apps, nutzt Telemedizin, weil der Rest ist ja schon anstrengend genug. Cool, jo. So, ich bin jetzt fast wieder mehr in der Praxis. Ja, ich hoffe, ich habe keinen Sonnenbrand gekriegt. Hier ist heute echt richtig schönes Wetter. Es ist Wahnsinn, ne? Ich habe es jetzt auch unterschätzt. Ist warm, Ich ja. schwitze total, weil ich dachte so, ja, ich nehme eine Jacke mit und einen Schal wegen Wind, aber hier ist richtig. Also es war ein guter Tag heute. Gut ausgesucht. Ja, ab jetzt kommt der Sommer. Cool. Wir hören voneinander und ich sag mal, bis bald und frag mal nach dem E-Rezept. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, Stefan. Hat voll Spaß gemacht. Ja, gerne. Bis demnächst. Mach's gut, meine Liebe, ja? Du auch, mach's gut. Ciao. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen sprechen dann Dr. Astrid Tombeck und Ella Graf über die sogenannte Abnehmspritze, also die Incretin-basierte Therapie von Diabetes und Prädiabetes, und wie die passende Ernährung die Abnehmerfolge durch die Medikation unterstützen kann. Bis dahin und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.